Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich ziehe erstmal die Flotte nach Bonos. Wenn wir das haben, nehmen wir ihn hier und gehen dazu nach dahin und darüber dann dahin. Physikforschung. Physiktechnologien stehen zur Forschung bereit. Ah, okay. Was können wir da machen? Halt. Was ist das? Ach, das sind die Wolken. Ah. Okay, eine. Maelstrom. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht sehr interessant aus. Aber wir haben hier nur eine Wolke und keine steht auf in unserem Weg hier. Das passt mir extrem gut. Ich glaube, man konnte auch hier hinten rüber, oder? Wenn das so ist, dann könnten wir eigentlich die Wolke an sich attackieren. Dann haben wir da auch kein Problem mit. Das war jetzt bloß meine Überlegung dahinter. So, blaue Laser, Verwaltungs-KI, Forschungsgeschwindigkeit plus 5. Ich würde so gerne blaue Laser erforschen. Gravitationssensoren, Station. Was macht das? Ich glaube, ich gehe erstmal wir brauchen wirklich blaue Laser und wir brauchen auch die Verwaltungs-KI. Ich glaube, wir haben mehr davon, wenn wir zuerst auf die Verwaltungs-KI gehen. Weil wir dann für alle die Forschungsgeschwindigkeit erhöhen, wenn ich das richtig sehe. So. Der Werte her. Ha! Situation log updated. Construction complete. Planetennummer wurde der Bau aller Gebäude in dem Auftragssatz abgeschlossen. Okay. So, wir gucken ganz kurz. Wie sieht es jetzt aus mit dem Bau? Ohne einen Bewohner, da ist doch ein Bewohner drin. Hä? Muss ich nicht ganz verstehen. Ah, okay, verstehe. Okay. Das Ding ist praktisch noch nicht ausgewachsen. Wachstum 14 von 48. Sesshaft Anpassung tropisch. Okay. Das war jetzt das Problem dahinter. So, dann haben wir das. Dann gehen wir kurz in das System und dann will ich mir nochmal angucken. Was machst du jetzt? Hier, Projekt erforschen. Und einmal hier einen Bonus rein. Weltraumwolke School. Trefferpunkte 1500, Militärmacht 163, Panzerung 7. Okay. Und wir haben hier 22 Trefferpunkte drin. Hat das jeder? Okay.
glaube, bevor wir das machen, sollten wir vielleicht eventuell dann nochmal ein paar andere Sachen noch mit ausbilden. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Konstruktionsschiff. Wir können. Wir brauchen das. Wir gucken uns mal den Schiffdesigner an. Neues Design. Eine Korvette. Warp-Antrieb, Gefechtscomputer, chemische Triebwerke, Radarsystem. Was? Wie? Hä? Wie funktioniert das? Kann mir das mal jemand erklären? Okay, dann eben nicht. Nehmen wir einfach die normalen Korvettes. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir echt so leid. Ich will doch gerne neue Planeten nicht nur erkunden, sondern auch besiedeln. Was passiert denn, wenn wir die jetzt zurücknehmen? Mal kurz drauf gehen. Und wir kriegen zumindest die vollen Kosten erstattet. Ich glaube, wir sparen doch erst noch auf dem Chronieschiff. Diam. Guck mal, wir haben noch hier ein Chronieschiff. Dann könntest du ja mal eigentlich hier Bergbaustationen bauen. Ich glaube, dann gehen wir wirklich erstmal auf Bergbaustationen und versuchen hier alles abzugrasen, was es hier abzugrasen gibt. Und ja, gehen wirklich erstmal auf Wirtschaft und versuchen mal irgendwie die Wirtschaft möglichst schnell auszubauen. Es ist echt so schade, dass wir hier. Also, was heißt schade? Es ist schon. Hostile fleet engaged. Was? Was? Er schleudert Blitze. Könnt ihr. Kollegen. Zieht euch mal zurück. Hier, zurückziehen. Ah, nein! Ich hab's gerade gefunden. Junge, Junge, sieht das böse aus. Pro 1000? Wir haben einen verloren. Und der hat 500. Nee, das kriegen wir noch nicht hin. Das macht keinen Sinn. Möglichst schnell weg. Oh Gott. Void Cloud, oh mein Gott. Rumpfschaden, Schildschaden. Trefferverhältnis, Energie. Ausweichen. Okay, wir sollten eventuell irgendwie schauen, dass wir vorher ein bisschen was sammeln. Wo sind die jetzt eigentlich? Special Project complete. Ah, Sonne geborgen. War es die hier? Nö. Ist das schon fertig mit Bauen? Tatsächlich. Nett.
Nett, nett. Dann bitte noch eine Bergbaustation. Wenn es gerade so gut läuft. Wie gesagt, hier warte ich noch darauf, dass wir das Ding wirklich besiedeln können. So. Dann baue ich doch jetzt überall halt. Wo bist du? Du bist auch in Diam. Ach, hier. Guck mal, du könntest doch jetzt mal. Das System erkunden. Dann gehen wir weiter in die Richtung. Klasse F Stern. Klasse F hatten wir noch gar nicht. Special Project complete. So, dann ist der auch fertig. Wir können den nach Rimok schicken. Und einmal System erkunden. So, fangen wir von außen an und gehen nach innen. So, langsam kommt er in den Bereich des, wir können es sehen. Situation log updated. Aufeinandertreffen hier auf Gamma Aliens gestoßen. Okay, die sehen aber nicht wirklich gefährlich aus. Yunak, ich muss mal kurz gucken. Und Rimok. Situation log updated. So, wo ist denn hier die Sonde? Da ist die Unterlichtsonde. Ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem mal in Ruhe alles an hier. Das ist ein ganz schön riesiges System. Sieht hier irgendwas bewohnbar aus? Nicht wirklich, ne? Obwohl das so ein. Das ist bewohnbar. Tundra-Welt. Was ich cool finde, einfach mal die Idee, dass das Asteroidengürtel, den wir ja auch haben in unserem System, in Sonnennähe tatsächlich ist und die bewohnbaren Planeten, also die habitable Zone außerhalb von diesem. Oh krass! Zweimal Energie. Ne, einmal zweimal Energie und zweimal Ingenieursforschung. Also zwei Punkte, nicht zweimal. Ja, und die Idee, oder was ich so faszinierend fänden würde. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Ich glaube, durch die Eigenanziehungskraft der einzelnen Asteroiden, die ja relativ stabil sind in ihrer Bewegung, ne? In so einem Gürtel rotieren die nicht irgendwie, sondern wenn die rotieren, würden die Planeten bilden. Und der Gürtel ist praktisch stationär, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und deswegen glaube ich, ist es nicht möglich, dass das so nah an der Sonne ist, weil das sonst halt durch die Eigenanziehungskraft in die Sonne stürzen würde. Aber das Geile wäre eigentlich, einfach mal die Idee dahinter, wie dann zum Beispiel in der Nacht oder auch tagsüber dann halt verschiedene Schatten von Asteroiden auf unsere Erde fallen. Das wäre einfach, die Idee dahinter ist so cool. Der ist in Diam. So. Dann gucken wir mal kurz unser Forschungsschiff. Guck mal, Konstruktionsschiff ist auch schon wieder fertig. Schau mal, dann machst du noch Folgendes. Du baust hier noch so eine Bergbaustation hin.
So, das ist eine Bergbaustation. Hat sie ja gut versteckt, direkt auf der Sonne. Guck mal, dann erkunde doch einfach mal dieses System. Special Project complete. Den Berichten über merkwürdige, freischwebende, kristallartige Objekte aus manchen Systemen ist nachgegangen worden. Anfangs erschienen diese schiffsgroßen Objekte und ihre etwas kleineren, aber ebenfalls kristallartigen Satelliten noch intakt, noch inaktiv. Ihre Ausrichtung auf unsere Schiffe und die Messung neuer Energiesignaturen aus dem Inneren der Prismen aber deuten darauf hin, dass sie als gefährlich eingestuft werden und wir uns ihnen mit Vorsicht nähern sollten. Oh, wir können entweder versuchen, diese potenziell gefährlichen Effekte direkt anzugreifen oder zu ihrer Entfernung überwachen und beobachten. Ich bin immer zuerst studieren und dann versuchen zu eliminieren, falls eine Bedrohung entsteht. So, einmal erforschen. Wirklich, wir brauchen wirklich mehr Forscher und mehr Forschungsstationen, damit wir mehrere Sachen gleichzeitig machen. Erforschen, oder? 15% ist nicht viel. Der reist weiter. Also langsam, aber sicher wächst unser Reich. Ich weiß bloß, dass die KI wahrscheinlich viel schneller ist als wir. Das wird später noch zum Problem. Aber ich habe mich ja darauf eingestellt, direkt die erste wirkliche Runde hier mit euch zu verlieren. Deswegen ist es jetzt nicht weiter schlimm. Oh Gott,